Guten Morgen allerseits. Ich mache eigentlich ungern so früh am Morgen ein Video, aber heute ist mir das mal wichtig, weil ich das wie so eine Art Pokémon Go Tagebuch heute machen möchte. Kurz auf die Uhr schauen. Am 13.3. Freitag, der 13.3. Oh. Nee, Quatsch, bin ich aber, glaube ich. Los geht's. Also, genau, da habe ich mir schon gedacht, da müsste etwas über Abra kommen. Updates to events. Abra Community Day. Trainers, the following events have been cancelled, postponed or changed. Abra Community Day, this event, my toaster, has been postponed. Be sure to follow us on social media, opt in to receive push notifications and subscribe to our emails to stay updated. Yeah, we do that. Also auf Deutsch ganz kurz, Abra ist nicht als Community Day in den nächsten Wochen bei uns anzutreffen, sondern eben verschoben, und zwar die Begründung ist natürlich das Coronavirus. Unbedingt zeigen möchte ich euch Folgendes in diesem Clip, bevor es nachher weitergeht. Man hat meine Pokécoins nicht beachten, ich habe ein bisschen angesammelt. Man hat jetzt durch die Ausweitung des Coronavirus-Gebiets auf Deutschland von dieser Spielemacher-App hier, Spielemacher-Firma, diese Box hier gibt es natürlich auf Deutsch ganz genauso. Für einen Pokécoin eben, also einen, ja, also eben keinen Wert im Prinzip. Und die hole ich mir jetzt gleich mal. 30 Rauch sind da drin. Weil Rauch kann ich von überall benutzen, da muss ich nicht an irgendeinem gewissen Ort sein, da muss ich nicht in einer großen Stadt sein, wo viele Pokémon sind, sondern das mache ich einfach dann bequem von zu Hause aus, wo wenige Menschen sind. Das finde ich eine coole Sache von Niantic, weil sie da ein kleines bisschen uns Spielern auch entgegenkommen. Weil wir jetzt nicht ständig so viel unter Leuten sein sollen, einfach aufgrund des Ansteckungsrisikos. Shiny Monster sind anscheinend leider keine dabei. Aber das ist ein dicker. Den möchte ich natürlich mit Zananabeere. Weil... Ui, das war nix. Weil ich den dann gern mal tauschen würde. IV sind ja höchstwahrscheinlich schlecht. Wie gesagt, es soll wie so eine Art Tagebuch werden. Wir sehen uns in einem späteren Clip wieder. Macht's es gut. Bum, 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 bum. Mittlerweile ist es 9:01, immer noch am Freitag, dem 13. Ich bin hier in Chemnat und suche nach Giovanni. Mal schauen, ob er das ist. Nein, ist er nicht. Was es mit Giovanni auf sich hat, der wird hier immer angezeigt auf der Karte, aber dann tatsächlich ist es oft hier, er steht zwar hier auf der Karte da, aber oft ist es dann einfach nur so ein Team Rocket Rüpel und nicht er selbst und heißt dann, man muss weitersuchen, wenn man ihn wirklich bekämpfen möchte. Es sollte eigentlich gleich eine Pressekonferenz sein und da wird ein Statement rausgegeben, ob dann die Schule ausfällt oder nicht. Im Radio sagen sie es zwar schon die ganze Zeit, aber werden wir dann sehen. Was tun wir denn da Schönes rein? Mal dieses Gerät hier. Ich melde mich dann nach dem... Ach ja, genau, ich gebe ein bisschen trainieren. Ich melde mich später wieder. Es ist mittlerweile 11:30 durch und ganz, ganz ehrlich, sollte irgendjemand hier draußen, der das hier sieht, mit dem Gedanken spielen, mit dem Pokémon Go zocken wieder anzufangen, dann ist echt jetzt die Zeit. Denn heftige Spawns einfach mal, die sonst nur in Nestern auftauchen, wie hier zum Beispiel dieses Blitzel. Aber auch andere Sachen halt Niantic macht, und zwar viel mehr Spawn-Punkte rauskaut. Also ich habe jetzt gerade auf einem Weg, den ich wirklich sonst auch oft gehe, bestimmt doppelt so viele Pokémon angetroffen wie ansonsten oder wie an anderen Tagen. Was auch sehr heftig ist, ist einfach das hier. Ein Zweier-Ei hier oben links. Braucht einfach mal nur noch 1 Kilometer. Ich denke, dass Niantic komplett für alle Eiarten, also 5er, 10er und auch 2er Eier, wahrscheinlich auch die 7er Eier, die Ausbrütdistanz einfach mal halbiert hat. Genial.
Wenn mir noch irgendwas auffällt, melde ich mich wieder. Im Hintergrund zeige ich noch die Meldung von heute Morgen, von 9 Uhr, was ich vorhin auch schon meinte. Ja, was soll man dazu sagen? Wir werden sehen, wie es weitergeht.